zu bauen, wie gesagt, das werden wir alles vielleicht noch an der ersten, na gut, in der zweiten Tag von dem Spiel, also Spieltag, wollen wir das schaffen. Ja, wir müssen aber noch eine geeignete Stelle finden. Also, es ist noch einiges zu tun hier auf jeden Fall. Also, was heißt hier ist noch einiges zu tun? Hier ist noch so viel zu tun, wir haben ja gerade erst angefangen. Also, keine Sorge. Wie gesagt, ich mache diese Staffel 2, weil ihr einfach geschrieben habt, dass ihr es sehen wollt. Ja, und wenn ich das so mache, wenn ich das so schon mache, dann würde ich mich wirklich über Kommentare freuen, beziehungsweise auch über mal so einen kleinen Däumchen. Kommentare sind mir allerdings noch lieber, damit ich weiß, was ich hier noch machen soll. Ja, generell, das gibt mir einfach mehr Kommentare, habe ich mehr von als von Daumen. Denn in den Kommentaren erfahre ich eure Meinung und generell ist die Kommunikation mit euch mir wichtiger als irgendwelche scheiß blöden Daumen. Ne? Heißt jetzt nicht, dass ihr gar keine Daumen geben sollt, das könnt ihr natürlich trotzdem machen, das ist nämlich wichtig, um mich zu unterstützen. Ja, aber Kommunikation ist halt wichtiger. Also lieber, wenn ihr euch aussuchen müsst, ob ihr Daumen oder Kommentar schreiben wollt, dann bitte Kommentar. Ja, so sieht es nämlich aus. Ja, jetzt habe ich immer noch keine geeignete Stelle gefunden, ne? Ich muss mir eigentlich überlegen, wo ich hingehe. Die Morsels rennen ja alle noch rum, aber irgendwie viel auf einem Fleck habe ich noch nicht gefunden. Ich muss mal dann gleich hier, da ist ein Tallbird-Ei. Habe ich nicht gesehen. Ich muss mal unten gucken, gibt es nämlich Gras, dass da unten vielleicht was ist. Ja. Aber erstmal werde ich wahrscheinlich die nächste Nacht hier oben verbringen müssen. Super. Haben wir vielleicht irgendwie Bäume, dass ich nachts wenigstens was zu tun habe? Ja, ein, zwei Bäume. Da kann ich doch hier mal mein Lager aufschlagen. So ein kleines erstmal. Campfire. So, da packen wir direkt mal noch einen Holzscheit oben drauf. Das muss reichen. Und dann hacken wir mal hier die zwei Bäume um. Dann kriegen wir ein bisschen Holz. Brauchen wir auch noch. So, am Lagerfeuer können wir gleich auch noch mal unsere Möhren und unsere Beeren braten. Das werden wir dann auch gleich tun. Das ist nämlich... ja, die kannst du auch mitnehmen, ist okay. Dann haben wir nämlich auch was zu essen, denn unsere Hungeranzeige ist schon auf 79 runtergefallen und das ist natürlich nicht so gut. Vor allen Dingen, weil unser Leben auch nur auf 52 ist. Ich habe ja schon dieses eine Schwein verprügelt, was natürlich auch mächtig zugehauen hat. Wollen wir sagen, wie es ist, ne? Das hat schon uns wehgetan. Gut. So, jetzt machen wir am besten erstmal hier die Beeren fertig. Die kochen wir einfach mal alles schnell durch. Es gibt also schön lecker Marmelade von heute. So, dann machen wir die Möhren. Gekochte Möhren sind immer lecker. Kann man zu Hause auch mal nachmachen. Einfach mal Möhren übers Feuer halten, dann sind die auch schön gekocht. Ja, so ähnlich, ne? Dies und andere Essenstipps in der nächsten Folge von Don't Stuff. Spaß. So, wir fressen einfach alles auf, was wir haben. Einfach, um unser Leben wieder hochzupushen. Also scheißegal hier, wir kochen hier auch das Fleisch. Er saved irgendwas, okay, soll er machen. So, dann essen wir auch direkt noch hier ein, zwei auf von. Und dann haben wir unser Leben wieder auf 82 gepusht, damit können wir doch erstmal rumrennen, würde ich sagen. Gut, hier so ein bisschen Zepplinge mitnehmen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Gegend suchen. Dafür müssen wir hier runter um die Kurve, okay. Ich laufe mit meiner Axt den Weg entlang. Ich gehe nach unten. Ich sehe nicht, wo ich hinlaufe. Ich fälle einen Baum. Ja, ich fälle diesen Baum so schnell. Ja, für die, die neu eingeschaltet haben und mich noch nicht kennen, ich singe ab und zu meine Aufnahme, ganz klar. Das muss sein, das gehört dazu. Wenn ihr das nicht vertragen könntet, dann müsst ihr einfach leider, tut mir leid, aber dann müsst ihr einfach abschalten. So. Wo müssen wir denn durch? Das ist ganz schön schwierig, in dieser Ansicht zu spielen. Wisst ihr das? Das ist echt grausam, würde ich schon fast sagen. Wo muss ich denn hin? Was gibt's denn hier? Hier geht's doch auch schön. Oh, Morsel. Ich gehe mal kurz raus. Da sind zwei Morsel. Das ist noch nicht so viel. Da ist noch ein drittes Morsel. Wir brauchen auf jeden Fall sowieso mehr Gras noch. Das ist gar nicht so weit weg vom Wurmloch. Das gefällt mir ganz gut. Eins, zwei Morsel. Das ist noch nicht so viel. Ich würde gerne so drei bis vier Morsel auf einem Fleck irgendwie haben. 1, 2, 3. Ah, was haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Da unten ist noch einer. Hier sind noch ein paar Steine. Hier ist auf jeden Fall Gras auch da. Aber schon wieder auf so eine Grasebene. Ich baue meine irgendwie in letzter Zeit immer meine Behausung auf so einem Grasland. Aber liegt auch daran, dass da einfach am meisten Morsel sind, ne? Muss man ja so sagen. Ich würde mich mal ein bisschen weiter links orientieren. Ich will in der Nähe des Wurmlochs bleiben. Hier, also hier ist schon... Das ist schon richtig gut, ne? Außerdem dem gleichen Weg, damit ich auch irgendwo hinrennen kann. Schwierig, noch was Besseres zu finden, würde ich befürchten. Aber gut, das heißt ja nichts. Wir gucken einfach mal. So, hier haben wir gestartet ungefähr. Eieiei.
guck mal hier unten. Ich wollte, wie gesagt, aber das ist schon wieder ziemlich weit von diesen, von der Behausung weg. Also das ist mir eigentlich schon wieder zu weit weg hier unten. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Vielleicht gibt es hier am Rand noch was. Aber ich glaube eher nicht daran. Aber gucken kostet ja nichts, ne? Gucken kostet nichts. Deswegen gucken wir uns das auch mal direkt an. Und trinken erstmal einen Schluck. Ich kriege voll den trockenen Mund hier. Naja, außer Teich gibt es hier oben nichts. Und Frosch, der klaut uns gleich wieder Items. Das lassen wir besser. Ein Moselloch, reicht das um... Ne, beim besten Willen nicht. Wir können natürlich auch Vogelfallen aufspringen und Vögel fangen. Die Frage ist, was verbirgt sich hinter dem Wurmloch? Springen wir mal rein, dann verlieren wir hier ein bisschen von 195, seht ihr gleich. Da, wo ich rauskomme. Weil ich mache mal einfach auf der anderen Seite des Wurmlochs. 180, seht ihr, habe ich was verloren. Oh, das ist weit weg, oder? Oh, das ist irgendwo da unten. Und vielleicht ist diese Stelle ja auch nicht schlecht. Man kann ja mal gucken, forschen. So, in der Nähe des Wurmlochs, was gibt es da so? Schweine sind schon mal hier. Aber Morsel sind jetzt hier auch nicht so viele, ne? Ein Morsel. Schwein, das ist hier unten Sumpfgebiet oder was? Meerschweine. Also keine Meerschweine, sondern Meerschweine. Ja, versteht ihr, ne? Also richtig überzeugt mich die Gegend nicht. Aber hier gibt es ein paar Sachen, die können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Eine Speicherzacke. Speicherzacke. Nehmen wir mal die Speicherzacke mit, danke. 33%, naja, nicht so das meiste, aber... Na, jetzt habe ich schon wieder eine Blume aufgehoben. Ist egal, dann geht mein Gehirn wieder hoch. Wie weit muss ich latschen, um da hochzukommen? Das ist eine ganz schöne Strecke. Ja, weiß ich nicht. Soll ich mich jetzt hier unten einlisten? Hier gibt es auch nicht wirklich sowas. Hier gibt es auch nicht wirklich was. Da ist da, glaube ich, da oben in dem Gras doch die beste Stelle immer wieder. Und wir müssen ja bis Tag 5 auch noch ein bisschen was machen. Eine Waffe finden, vielleicht noch so ein Ding hier töten, so ein Viech da. Wir haben auch was zu tun. Wir können nicht ewig hier rumlaufen. Leider. Gut, hier gibt es nichts. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Hilft ja nichts. Oh, spring rein, komm. Ui, in the wormhole, in the wormhole. Ja, ja, ja. Oh ja. 170, ist egal, das passt schon. So. Jetzt baue ich mal hier hinten mein Lager auf, würde ich sagen. Ne, weiter runter müssen wir. Das ist schon ein ganz schönes Stück da bis dahin. Obwohl, ach komm, das ist nichts eigentlich. Aber das ist natürlich doof, dass ich nach oben laufen muss, wenn ich nach unten will. Weil das Port ist ja eindeutig nach unten. Egal, egal, egal. So, hier würde ich sagen, 1, 2, 3, 4 plus das Schweinehaus. Oder hier, nee, ich glaube, das ist hier die ideale Stelle. 1, 2, 3, 4 plus Schweinehaus. Hier bauen wir unser Lagerfeuer hin. Fertig. Campfire, zack. Bitte. So, da lagen wir das gerade mal hier an. Jetzt können wir mal eben was kochen und was essen. Lalalalalalala, danke, danke. Danke. So, damit wir ein bisschen Wald in die Nähe kriegen, pflanzen wir hier ein paar Bäume an. Zack, 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 zack. Hier oben haben wir auch ein paar Stöcke, das ist sehr gut. Davon werden wir nämlich noch jede Menge brauchen. So, das ist unser kleiner Wald. Da können wir dann hinterher schön Holz farmen. Können wir noch ein bisschen anders anlegen hinterher. Das machen wir alles später. So, jetzt haben wir natürlich noch eine Spitzhacke in der Hand. Damit können wir hier den Stein wegmachen. Der stört sowieso. Ja, so. Interessant. Steam sagt mir gerade, wir haben einen neuen Gegenstand im Inventar. Mhm. Okay. So, jetzt brauchen wir hier so eine Science Machine, die stellen wir hier auf. Und weil wir es können, stellen wir auch gleich die andere Maschine auf. Oh ne, wir brauchen erstmal fertiges Holz und Bretter. Bretter und Holz. Bretter haben wir nicht gerade, weil wir kein Holz haben. Ich meine Steine natürlich. Steine können wir schon mal herstellen. Wie brauchen wir dafür, hat er gesagt? Zwei. So, zwei Cutstones. Cutstones, da. Ins, wo war das denn jetzt? Scheiße, bin ich doof oder was? Da. Zwei Cutstones haben wir. Was brauchen wir denn für eine Waffe eigentlich? Kann man die jetzt schon bauen? Da brauchen wir nur einen Rope für. Okay, das Rope können wir doch bestimmt schon machen, oder? Rope, perfekt. Dann machen wir uns mal direkt so ein schönes Wefskin. So, und dann machen wir danach eine Locksuit. Alles klar. Erstmal brauchen wir Holz. Hier ist ein großer Baum, den fällen wir mal direkt. Eine Waffe haben wir jetzt, das heißt, wir können uns auch schnell einen Skin von so einem Schweinchen besorgen. Das ja immer gut ist.
Denn wenn die Wölfe kommen, dann möchte ich schon relativ gut ausgerüstet sein, möchte ich sagen. Also ein Locksuit und ein Helm muss schon sein. Dann wehren wir die Wölfe auch in 0, nix ab. Außerdem würde ich gleich gerne dann mal so ein paar Fallen aufstellen und versuchen, Fleisch zu trocknen. Das alles noch in den nächsten Tagen, mein Gott. It's getting late. I need to make a campfire. Ja. So, die Axt ist sowieso kaputt. Machen wir schnell noch eine neue. Eigentlich können wir uns auch eine Goldaxt leisten, oder? Egal. So, machen wir. Wir müssen also hier noch ein bisschen Feuerchen machen. Ein bisschen heller erstrahlen lassen. Das müsste für die Nacht reichen. Dann droppen wir hier noch. Dann machen wir hier noch ein paar Bäumchen hin. Dann haben wir schon 12 Bäume hier stehen. Das sollte dann reichen. Wenn wir die alle abholzen, haben wir mit Sicherheit auch einen Baum weiter sitzen. So, hier einfach mal weitermachen. Habe ich irgendwas zum Kochen gerade? Nee.